Thema Tierwohl ist natürlich sehr wichtig, weil jeder Mensch fragt sich, wie es den Tieren geht. Wir haben eine enge, historisch betrachtet sehr lange Beziehung mit den Tieren. Wir haben auch Tiere in den Häusern, wir haben Katzen, wir haben Hunde und so weiter. Bei IPSuisse ist extrem wichtig, dass wir berücksichtigen, eben was jeder Tiergattung, jeder Tierart entspricht, was ihren Bedürfnissen, natürlichen Bedürfnissen angeht. Also mit dem Größerwerden der IPSuisse haben wir auch immer mehr Tiergattungen. Wir haben neuerdings auch das Geflügel, Eier zum Beispiel, wo wir jedes Mal neu herausgefordert sind gegenüber diesen Tieren auch. Und es werden noch viele Projekte in diesem Sinne kommen. Dabei ist auch zu sagen, dass wo der Käfer draufsteht, auf die Verpackung, dann ist eine artgerechte Tierhaltung gesichert. Für uns ist auch extrem wichtig, dass jeder oder jede, die oder der ein Stück Fleisch isst, der aus IPSuisse Standards produziert wird und verarbeitet wird auch, ein sehr gutes Gewissen haben kann. Die Tiere sind entsprechend gut gehalten. Es ist nicht einfach so ein Wunschdenken, es wird auch kontrolliert. Und diese Kontrolle gibt uns auch eine Sicherheit. Also man sieht das ganz genau, oder? Hier haben die Tiere viel Platz. Die Luft ist sauber, es riecht nicht schlecht, es ist gut. Die Tiere haben auch viel Futtervorrat vor sich, sie können die ganze Zeit essen, das beschäftigt auch die Tiere, das macht auch die Tiere in diesem Sinne glücklich, weil sie nie in Hungerstress kommen. Das ist für uns auch ein sehr wichtiges Anliegen, dass die Tiere nicht dicht aneinander sind, sondern auch, dass sie sich bewegen können. Das ist auch gut für ihren Körper, für ihre Muskulatur, für ihre Gesundheit. Und man merkt hier auf diesem Betrieb, das ist ein klassisches Beispiel, belüftet, Platz, Futter und auch die Kälber auf die andere Seite. Sie haben auch Stroh, sie können liegen auf einer trockenen Fläche und so haben sie auch die entsprechende Bequemlichkeit, um ein glückliches Leben zu haben. Es ist uns ganz wichtig, auch, dass die Tiere regelmäßig draußen gehen können. Die Tiere müssen auch genügend Naturfläche, nicht nur Fläche in den Stall, sondern auch draußen, dass sie sich auch natürlich benehmen können und dass sie auch eben auch Zugang zu dem Futter, natürlichen Futter draußen haben. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Das gehört auch zu der Grunddefinition des Tierwelts. Die Tierwelt sollen so nah an dem kommen, wie sie ursprünglich, wo sie noch wild waren, draußen waren.